Das heißt, letzte Woche in Bocholt gewonnen. Ja, heute überzeugend gewonnen. Ja, überzeugend. Überzeugend. Wie war das Ergebnis? Am Ende 3-2. Es war dann knapp, aber wir haben das letzte Tor dann in der letzten Minute kassiert und wir haben dann die erste Halbzeit überragt, haben die nicht zum Spiel kommen lassen, haben unser Spiel aufgezogen und von der Seite war der Sieg auf jeden Fall verdient. Wir hätten höher führen müssen, haben es ein bisschen verpasst in der Chancenverwertung, da das eine oder andere Tor mehr rauszuholen, dann hätten wir mehr Ruhe gehabt noch im Spiel, aber der Sieg unterm Strich klar verdient. Und heute hier in Recklinghausen als Favorit angereist, mit Sicherheit auf der einen Seite, aber in der ersten Halbzeit war das meiste Spiel eigentlich auf Seiten in der Hälfte von Köln. Ja, das ist aber auch so gewollt gewesen. Ne? Also das war jetzt nicht, dass wir euch gelassen haben, weil wir nicht konnten, sondern das war schon gewollt. Wir wollten halt euch ein bisschen kommen lassen, weil wir natürlich den Platz nicht kannten und hat uns recht gegeben, der Platz war tief, der war schwer. Und wir müssen damit erstmal zurechtfinden, das haben wir gebraucht. Wir haben 20, 25 Minuten gebraucht, um uns mit dem Platz zurechtzufinden. Dann ging's und dann machen wir auch das Tor dann. Ne? Und aber auch Glück gehabt. Also sicherlich der Schuss, ein bisschen abgefälscht, fällt dann vor die Füße von der Jasmin Steffens. Aber das ist aber den Druck, den man dann erzeugt, um solche Tore zu erzielen. Ja gut, aber auch Glück können sich die Tatsache, dass in der zweiten Hälfte einige Chancen vom FFC eigentlich nicht genutzt worden sind. Ja, das muss man auch sagen. Ja, das gehört auch dazu. Ja, gut. Und dann, wenn man jetzt am Ende unterm Strich sieht, mit der roten Karte dann, mit 10 Mann dann die letzten 20 oder 25 Minuten dann zu Ende fährt. Ja, die eine Chance noch hatte zum Führungstreffer. Wir hätten aber auch einen kriegen können. Also dann geht es aufgrund der Tatsache, sage ich mal, ist das einseits in Ordnung. Aber enttäuscht bin ich schon, weil wir haben uns schon ein bisschen mehr ausgerechnet. Wir wollten auch mehr. Aber der Gegner spielt nicht immer mit. Er spielt nicht immer mit, aber es gibt eine Rückrunde. Es gibt insofern. Ja. Also von daher wird es überall geben. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, letzte Saison als Siebter abgeschlossen. Mhm. Ich dachte, sag du einfach. Ne? Ja, ja, klar. Wie du sagst, das, als Absteiger in der Form. Mhm. Der FFC ist aufgestiegen. Ja. Ich meine, das Absteigen aus der zweiten Bundesliga kannten wir ja auch in der Form. Mit welchen Gefühlen geht man dann als Absteiger in so eine Liga wie hinein? Ja, das Problem war, dass wir halt einen großen Substanzverlust hatten durch die zwei Abstiege von der ersten und zweiten Mannschaft und den musste man erstmal auffangen und das haben wir versucht und für uns, die zweite Mannschaft, war klar, dass wir nur drin bleiben mussten in der Regionalliga, uns dann wieder zu festigen mit der Jugend und auch natürlich mit neuen Jugendspielerinnen. Das haben wir gemacht, das haben wir geschafft. Wir haben jetzt dieses Jahr 8 U17 Spielerinnen angebaut und das ist, glaube ich, schon eine Menge Holz. Und die werden jetzt Schritt für Schritt natürlich integriert in die Mannschaft. Es dauert, es ist ein langer Prozess, den kann man nicht von heute Morgen beschleunigen. Weil Regionalliga, da spielen natürlich so ausgewuffte Mannschaften mit Spielerinnen, die schon viel Erfahrung haben. Und dann sind die jungen Spielerinnen dann teilweise ein bisschen überfordert. Ne? Ja gut, auf der anderen Seite sagt es ja auch, ihr seid ein sehr junges Team in der Form. Das heißt, langfristig kann man da sehr, sehr viel mehr machen. Ja, also wir haben durch die Bank ein relativ junges Team. Natürlich haben wir auch natürlich mit vielen erfahrenen Spielerinnen die Mannschaft bestückt, die jetzt schon viele Jahre beim FC spielen und verdient auch beim FC spielen. Aber die Tatsache natürlich, dass wir umschwenken wollen, natürlich in Richtung Verjüngung der Mannschaft, das ist ein Prozess, aber den kann man nicht von heute auf morgen forcieren. Das ist ein bisschen schwierig im Fußball, im Frauenfußball, weil man natürlich diesen Nachwuchs so nicht hat auf der Stelle. Ne? Was macht der Verein, an den Nachwuchs heranzukommen? Ja, was machen wir? Wir scouten, wir haben eine sehr gute Jugendabteilung mit tollen jugendlichen Trainern, also mit tollen Jugendtrainern, die auch immer wieder daran bedacht sind, neue Spielerinnen zu holen. Von der U11, U13, U15, U16, U17 sind wir da dabei und versuchen dann die Talente aus den Kreisen natürlich zu uns zu holen. Und wir haben ja auch gute Talente. Wir haben Talente, die in Belgien leben und zu uns kommen. Und die wollen wir natürlich scouten. Die scouten wir auch, aber das machen die Jugendtrainer hervorragend. Okay. Die andere Frage, die ich jetzt noch habe, zu guter Letzt. Was sagt jemand, der aus der oberen Liga abgestiegen ist, zu jemandem, der aus der unteren Liga aufgestiegen ist? Was kann er mir auf den Weg geben? Einer, der aus der oberen Liga abgestiegen ist, in die untere Liga? Ja, das, ich glaube, im ersten Jahr muss man versuchen, die Mannschaft wieder zu festigen, wenn man abgestiegen ist, weil dann doch viel Unruhe herrscht. Die Motivation natürlich nicht da ganz, ganz oben steht, sondern eher unten anzusiedeln ist. Man muss sicherlich neue Spielerinnen haben. Man muss auch neue Spielerinnen finden. Das ist das nächste Problem. Das ist ja im Frauenfußball nicht ganz so einfach. Ne? Da ist ja halt die Zahl der Spielerinnen dann doch etwas begrenzter als beim Herrenfußball. Aber man kann dagegen steuern, indem man natürlich dann versucht, dass das Jahr des Abstiegs in der Saison die Mannschaft zu festigen. Mit dem Material, was man hat. Und natürlich eine Verstärkung versucht. Aber was kann man dem mit auf den Weg geben, der aufgestiegen ist? Das ist die Frage. Ja, das ist immer schwierig. Ne? Das ist immer schwierig, in welche Liga steigt man auf. Klar ist man als Neuling immer erstmal
erstmal der Favorit zum Abstieg. Das muss man sicherlich den Spielerinnen dann auch mitgeben, dass hier das erste, die Priorität liegt, den Klassenerhalt. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, was kriegt man an Zulauf, was können wir scouten, wen holen wir dann im Vertrag. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, was bleibt übrig als Spielerinnen in der neuen Liga. Und da muss man eine gesunde Mischung finden zwischen Jung und Alt, auch da wieder Jung und Alt. Um dann natürlich auch die Liga mit Erfahrung zu halten, aber auch mit jugendlichen Elan, mit jugendlichen sportlichen Ehrgeiz, was die Alten natürlich haben, das ist ja blöd gesagt, ne? Was die Erfahrenen natürlich haben, aber dass die Jungen natürlich mit voller Spielfreude und Euphorie mitbringen. Im ersten Jahr wird man natürlich auch immer viel getragen von der Euphorie und genau auf diese Euphoriewelle muss man die Mannschaft einfach hochheben. Okay, dann sage ich für heute vielen Dank fürs Kommen auf der einen Seite. Bleibt hier, seid. Ich freue mich auf das Wiedersehen. Ja, wunderbar. Und viel Glück. Vielen Dank. Euch auch. Ne? Tschüss. Alles klar.